Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserer 10. Folge des Pet-Journals. Hinter der Kamera befindet sich wie immer unser Onanier- und Organisierspezialist Klaus Kleber, der ab sofort von einem weiteren Praktikanten unterstützt wird. Köln. In der 1,2 Millionen Euro Wohnung des deutschen YouTube-Stars UpperRed entfachte sich am Nachmittag ein Feuer. Experten gehen davon aus, dass der Brand durch einen schwarzen Sneaker entstand, der aufgrund seiner Farbe die Sonnenstrahlen anzog. Diese entwickelte sich in Verbindung mit dem Schuhspray zu einer Flamme, die sich im Folgenden bis zum Wohnzimmer weiter ausbreitete. UpperRed war zum Zeitpunkt des Brandes gerade um 14 Uhr masturbieren und da er laut eigener Aussage keine halben Sachen macht, vollendete er seine Aktivität, bevor er die Flucht ins Freie startete. Bei der Aktion kam er mit Brandverletzungen dritten Grades davon. Den Brandschaden, der sich fast ausschließlich auf die Schuhsammlung Apos, das heißt Red, belief, beträgt knapp 400.000 Euro. Spektakuläre Flucht. In der Großstadt Hamburg fuhr am Nachmittag ein schätzungsweise 24-jähriger Mann in einem Porsche vor der Polizei. Diese verfolgte den Mann mit 24 Einsatzfahrzeugen und zwei Helikoptern. Trotz all dem gelang es den Polizisten nicht, den fliehenden Täter zu stellen. Dieser raste mit knapp 200 durch die Innenstadt und war während seiner Flucht einmal tanken. Wie uns die Verkäuferin mitteilte, bestand er sogar auf seine Payback-Punkte. Der Mann hatte zuvor Fame von Leo Marschall in der Öffentlichkeit lautstark abgespielt und nach ihm wird deswegen wegen schwerer Körperverletzung in mehreren Fällen gefahndet. Bochum. Wodka Energy ist das neue Jugendgetränk des Jahres. Dies ging aus einem Contest hervor, bei dem alle Probanden im Alter von 8 bis 12 Jahren jeweils einen Liter der drei finalen Getränke kosten mussten. Platz 2 und 3 wurden von Fanta und Cola belegt. Das Siegergetränk stach durch die extrem positive Auswirkungen auf die Laune der Jugendlichen und das Befinden heraus. Ohio. Ein Forschungsteam aus Ohio arbeitet seit gestern an der Erforschung der Frau. Die 12 Spezialisten, unter anderem bestehend aus einem Baseballspieler und Neil Patrick Harris, gelten als Frauenversteher und sollten mit ihrem Verständnis die lange gesuchte Formel ausfindig machen, die dem Otto-Normalverbraucher das Verstehen einer Person mit Menstruationshintergründen ermöglichen soll. Bislang gab es keine Erfolge. YouTube-Beef des Jahres 2017. Der Haider und Klängern gerieten am Samstag in einen heftigen Streit. Nachdem der Haider freitags einen Diss-Track gegen Klängern verfasst und gepublished hatte, fuhr Klängern nach Bayern, um die Spannung ein für alle Mal zu klären. Da beide in ihrer Jugend brutale Schläger waren, eskalierte der Konflikt prompt. Schusswaffen waren laut Zeugenaussagen auch in Gebrauch. Der Kampf dauert bis zum jetzigen Zeitpunkt an und wurde bisher nur für den Beischlaf der beiden unterbrochen. Wer die Schlägerei live mitverfolgen möchte, dem empfehlen wir den Livestream, der auf www.haider-vs-klängern für einen Beitrag in Höhe von 3 Euro zu sehen ist. Leipzig. Ein Rentner aus Leipzig versuchte mit einem seit 2 Jahren abgelaufenen Reisepass nach Brasilien zu fliegen. Der Plan scheiterte leider an dem nicht vorhandenen Tank für Kerosin und der Erdanziehungskraft. Wir bedanken uns wie immer fürs Zusehen und würden uns sehr über das Teilen und Liken dieses Videos freuen.